Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Businessfragen kompetent und verständlich beantwortet. Mein Name ist Daniel Neurauter und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Fragestellung, worin unterscheiden sich freie, soziale Marktwirtschaft und die Planwirtschaft? Wenn wir uns die Wirtschaftsordnungen oder die verschiedenen Wirtschaftsordnungen etwas genauer anschauen, so können wir eben hier diese Unterteilung vornehmen in freie Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft und die Planwirtschaft. Starten wir zuerst mit der Erklärung der freien Marktwirtschaft. Die freie Marktwirtschaft zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, und auf der anderen Seite haben wir Konsumenten, welche nach den angebotenen Produkten bzw. Dienstleistungen nachfragen und diese dann in weiterer Folge eben auch erwerben. Und durch dieses Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage regelt sich dann der Markt mehr oder weniger dann von selbst. Das heißt, es ist kein Eingreifen des Staates notwendig. Im Unterschied hierzu gibt es dann die soziale Marktwirtschaft. Die soziale Marktwirtschaft funktioniert grundsätzlich vom Prinzip wie die freie Marktwirtschaft. Also auch hier treffen wieder Angebot und Nachfrage aufeinander und Unternehmen und Konsumenten regeln den Markt selbst, also indem sie eben Produkte anbieten und Dienstleistungen und auf der anderen Seite diese kaufen. Jedoch ist es bei der sozialen Marktwirtschaft im Unterschied zur freien Marktwirtschaft so, dass hier vereinzelt der Staat eingreift. Und vor allem greift der Staat ein in Bezug auf Schutzmechanismen. Also der Staat sieht es als seine Aufgabe an, im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft die sozial Schwächeren zu schützen und greift eben hier dann in gewissen Fällen regelnd ein. Und wenn wir dann zur dritten Form der Wirtschaftsordnung gehen, kommen wir zur Planwirtschaft. Und bei der Planwirtschaft wird der Markt nicht geregelt durch Angebot und Nachfrage, sondern hier greift der Staat sehr, sehr stark rein. Und der Staat gibt mehr oder weniger fast alles vor. Das heißt, der Staat bestimmt, wer, was, wann, wo, in welcher Menge und zu welchem Preis bekommt. Und das sind so diese typischen drei Wirtschaftsordnungen, die wir unterscheiden können, also freie Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft und Planwirtschaft. Ja, und somit sind wir dann auch schon wieder am Ende unseres heutigen Videos angelangt. Und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch, über ein Abo unseres YouTube-Kanals Businessfragen bzw. Ihre Fragen in den Kommentaren.